Und damit ein wunderschönen Feierabend, Freitag, Wochenendeinleitung zu Schnuckoro in unserer 49. Folge. Am 1.5. immer noch in der Vorproduktion mit der zuckersüßen Schnutten-Lola. Hallöchen. Dem krümeligen Cookie. Moin. Meine Wenigkeit, dem LP mit Robin Co. im Finale. Wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet, ausgerüstet. Ihr seht schon, ich habe die Armbrust ausgerüstet. Die Fußstapfen, die hier in den Raum reinführen, wo wir vermuten, das ist von Megan. Und lange Rede, kurzer Sinn, ab geht's. Oh, ich hab noch. Na toll, vor mir ist die Tür zugegangen. Bleib lieber gleich hinten, wer weiß. Ja, genau. Und Roland, du musst auch vorlaufen, weil du hast den Timmy getriggert, glaube ich. Ja. Das sein muss. Guck mal, unter uns ist Höhle. Ja, warte mal, ganz kurz. Ach, leck mich doch, Spiel. Ich kann hier nicht speichern, Mann. Ich kann hier nicht speichern. So. Ja. Ach, jetzt muss ich die Armbrust nochmal ausrüsten hier. Verdammt. So. Ach Gott. Megan. Wir haben sie. Warte noch. Lass Cookie noch, auch noch sehen. Ich bin da. Die ist ein bisschen blutverschmiert und so, ne? Und abgemagert. Ach, sie hat schon die Cutscene. Ja, die kam automatisch. Ja, bei mir nicht. Schade. Wäre cool, wenn wir dieselbe Cutscene sehen würden. Ach du. Hallo, Megan. Die sieht nicht unbedingt gesund aus. Ja, sie weiß, dass wir vom Flugzeug kommen. Ja. Oh. Sie weiß, dass wir im Flugzeug saßen. Ich glaube, die muss kotzen. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Das sieht nicht gesund aus. Oh. Okay. Kann ich sie erschießen? Geht das? Lola, komm weg da! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Scheiße, okay. Ach du Heilige! Maria, Mutter Gottes! So. Egal was es ist, zünd es an! Ja! Au! Boah, Schweinherz! Dann große Reichweite. Wow! Was ist das? Alter! Anzünden, immer anzünden. Einer muss sie dann. Scheiße. Oh! Wow. Alter, wie viele Bolzen habe ich überhaupt noch? Das Ding hat mich gepackt. Was? Nee, du liegst bei uns, aber jetzt läufst du weg. Renn, spring, renn. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe unendlich Munition. Oh. Wow, weg, au! Wir sollten. Ey, zum Glück haben wir so viel Mutantenrüstung vorher gehabt. Oh, ich habe keine Munition mehr, okay. Okay. Ah, Misty! Wir müssen das Ding denn im Nahkampf kämpfen. Wir müssen immer getrennt voneinander gehen, dass einer die immer ein bisschen triggert, die anderen die Möglichkeit haben, Pfeile aufzuladen. Oh, ich kann meine Pfeile nicht anzünden. Einmal kurz den Bogen aus Hand nehmen und wieder reinnehmen. Ja. Ich bin eigentlich gerade nur am Rennen für alle Fälle. Ja. Gerade ist hier. Shit. Hast du Megan mich angezündet? Böse Megan. Ganz böse Megan. Ich bin in den Schuss gelaufen, oder? Du musst aufpassen. Super. Der Fall schon fliegt. Lauft ein bisschen weiter auseinander. Oh, dass man das auf L anzünden muss, man. Oh Gott, das hat Babys geschissen! Was? Ja, hier sind Babys überall! Okay. Ich kümmere mich mal immer um die Babys, ja? Ja, ich versuche hier weiter. Sag mal, aber wenn die jetzt. Moment mal, heißt das jetzt Megan und Peter und so, weißt du, bei Babys? So, Babys sind down. Lass mich in Ruhe, du. Wenn die sich dreht. Dann rennen. Weg, ja, genau. Ja. Kann die vielleicht mal wieder jemand übernehmen? Das wäre ganz nett. Ich glaube, die hat einen eigenen Willen.
Alter, was für ein... Wow! Schmeißt die mit Tischen nie nach uns, oder was? Jetzt reicht's aber langsam, Fräulein. Du kommst gleich auf dein Zimmer. Ich glaube nicht, dass sie das interessiert. Wow, ouch! Ja. Sag mal, hier sind solche Nitrogen-Dinger hier. Oh ja! Können wir die damit vielleicht hochladen? Also hochjagen. Wenn sie dann in die Richtung nochmal geht. Okay, wir... Cookie, komm mal hier rüber zu mir. Ja, ich bin hinten. Ja. Und sobald sie kommt, schießen wir auf die Nitrogen-Dinger. In der Hoffnung, dass die sofort hochgehen. Mach die da hinten. Ach, sie scheißt wieder Baby. Ich versuch sie mal zu triggern. Okay, Leute, zwei dumme Gedanke. Und beide schießen daneben. Ja, sie kommt. Ja, ja, weg. Geh hoch, du Scheißding! Jawoll! Und Errungenschaft! Demolition Man, sie ist tot! Mein Gott! Alter Schwede, pass auf, die Babys sind noch da. Moment mal. Was? Was? Okay, jetzt sind noch mehr so eine Dinger. So, jetzt ist sie auf. Alter. Ich werde morgen sowas von heißer sein. Alter Schwede. Die Babys noch hier, Vorsicht, die Babys. Okay. Hier, es bewegt sich noch hier. Achso, nee, das ist ein Besuch. Hier ist Megan. Megan? Ja, ich bin so frech. Und jetzt? Gibt's irgendwo Mülleimer? Nein, wir stecken sie in die Pyramide, damit wir das Ding da. Rein so, mit dem... Wir sagen mal erstmal hier die Babys töten, ne? Ja, Babys töten, Pfeile einsammeln. Aber ich kann gerade nichts töten hier. Ja. Die Megan ja in der Hand. Alles gut. Ach, die steckt in so einem Plastikanzug. Jetzt erkenne ich auch, warum die so geglänzt hat. Ja. Okay, ich glaube... Ernsthaft? Hier... Jetzt sag mir nicht, dass das eine Safe Zone gewesen wäre. Dass wir uns hier hätten hinstellen müssen, einfach nur. Und hier dann immer langlaufen. Egal, wir haben es auch so geschafft. Hier ist noch ein Baby, ein lebendes. Hinter dir, genau. Kann man den Kopf hier irgendwie mitnehmen von dem Vieh oder so? Ja, mein Fall. Das Vieh hat keinen Kopf. Oh, Armbrustbolzen. Ich hab wieder Armbrustbolzen, yay! Okay. Oh. Oh, sie mäht immer noch die Pumpe. Alter, was für ein Vieh! Aber wir müssen uns beeilen, war wegen Timmy und so. Ja. Genau. Geht's euch gesundheitlich? Medizin oder so? Braucht ihr das irgendwie? Nein. Bei mir ist alles im grünen Bereich. Alles okay, gut. Also ich hatte richtig Schweine, ich habe echt nur zwei Rüstungen verloren. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Eine Rüstung habe ich verloren, ja. Ich habe auch nur eine verloren, eine Knochenrüstung. Und Lola, tut mir leid, dass ich die eine mal getroffen habe. Ja, deswegen war meine Rüstung auch weg, weil er mich in Brand gesteckt hat. Aber getroffen hat das Vieh ich mich eigentlich nicht. Ah. Hier sind wir. Steck sie in die Pyramide, das Ding. So, ich hab's dir gesagt, Fräulein, du warst nicht artig. Jetzt kommst du wieder in dein Zimmer. Nein, du brauchst gar nicht zu protestieren. Ich mach die Luke jetzt zu. Dann ist sie gleich einfach weg. Oh, wir brauchen ein lebendes Exemplar. Ich hab die Keycard gefunden. Ich auch. Wir brauchen ein lebendes Exemplar. Nicht dein Ernst. Da oben steht's. Live Sample Required. Da oben links auf dem Monitor. Scheiße. Was kannst du eigentlich, du blöde Göre? Was kannst du eigentlich? Weil der Schmiedel einfach im Boden reingefallen. Tja. Das kriegen wir irgendwie hin. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich, okay, ich wollte mich jetzt eigentlich opfern, aber okay. Kann das einer von euch? Nö. Wir sind im nächsten Plan. Ich hab auch schon versucht. Okay. Dann fehlt uns noch etwas. Ah, vielleicht kommen wir jetzt hier, ja. Genau. Den zweiten Artefakt. Führt mal eure Rüstung vorsichtshalber auf. Aber ich schon. Ufti Mufti, meine Fresse. Ach, guck mal, Höhle. Hm. Ja, hoffentlich.
Warte mal, geht's hier hinten noch weiter? Nee, das ist komplett zu, das Ding. Okay. So eine Sicherheitstür. So, stopp. Ach, leck mich doch. Scheißspiel, leck mich immer doch. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Also noch nicht mal grün. Geh mal weiter. Ich guck mal, ob ich irgendwo setzen kann. Okay, ja, gut. So viel zu dem Thema. Ich bin wieder zu fit für die Welt. Moment. Okay. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht jetzt. Ey, das ist nicht euer Ernst. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Nirgendwo. Überhaupt nirgendwo. Okay. Dann. Und Hunger hat er auch schon wieder einen Durst. Muss ich jetzt runter oder zur Seite? Na, häng dich dran. Ah, okay. Oh. Scheiße. Okay, es hat Schallschaden gegeben. Menno! Bist du so hier runter, liegt, Adi? Hier liegt eine Taucherbrille. Oder was war das? Sauerstoffflasche. Hey, was ist denn da für ein... Da ist noch ein anderes Symbol. Das sah aus wie eine Taucherbrille. Ich gucke mal. Das ist das gleiche Symbol wie bei Tauchgerät. Wenn du mit der Maus im Inventar über das Tauchgerät gehst, ist das das gleiche Symbol. Ah. Also gibt's hier doch ein zweites Tauchgerät oder wie? Da wäre was. Aber wir brauchen ein Tauchgerät, um ein zweites Tauchgerät zu finden? Was? Nein. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt runter? Muss ich hoch? Muss ich geradeaus? Einfach geradeaus. Ah, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Mehr oder weniger hoch. Du weißt ja nicht, ob's hoch geht. Es kann auch einfach sein, dass schräg nach oben, meine ich. Es sind irgendwelche kantigen Felsen überall. Ach, jetzt wird's hochgehen. Ja. Hier ist wieder so ein Tor. Alter Schwede. Das wäre so kacke, wenn wir jetzt keine Steine hätten, hier würden keine liegen. Es wäre einfach so kacke. Okay, kannst, nee, jetzt musst du Reflexion. Kannst du hier ein Zelt bauen? Ey, ich hoffe. Nö. Es ist nur zu erlaubt hier. Scheiße. Vielleicht hinten auf der anderen Seite des Tors. Ich meine, vielleicht hat's auch seinen gewissen Grund. Also auch derselbe Grund, warum ich jetzt unbedingt speichern möchte, die ganze Zeit schon. Oh! Ne? Vorsichtig. Ja. Was denn? Achso, hier geht's runter. Hier geht's. Alter, wie runter. Das läuft es rot. Und hier sind schon wieder Menschen, die. Guck mal. Oh, Batterie leer? Ach, Menno. Ah, hier, danke. Was? Einfach verschluckt. Ernsthaft? Guck mal, die sitzen hier überall, diese Leute. Hm. Oh, zum Glück Wasser! Zum Glück Wasser! Alter! Meine Fresse. Ich hab mich nicht mal bewegt, ich bin einfach runtergeglitscht. Und wie sie sehen sie nichts. Ja, das ist die erste ausgegangen, ne? Die gucken auch alle in die Richtung und so verbinden sich die Augen. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ich will das auch sehen, was ihr da seht. Da ist ein Ich war mich vor im Inventar. Ach, da ist ein Seil, okay. Ich komme erstmal hoch und dann gucken wir uns hier unten gemeinsam um. Alter. Die Taschenlampe wieder aus. Ah, die Menschen sehen so richtig gequält aus hier. Ja, aber die zeigen auch alle in eine Richtung irgendwie. Ja. Ach du Scheiße. Oh, ich bin gleich da, Leute. Glaube ich. Ah, Scheiße. So. Aber eigentlich ist das unlogisch. Die Fackeln müssten weiterbrennen unter Wasser. Ja, Magnesiumfackeln sollten eigentlich weiterbrennen. Hier ist das Feuerzeug. Alter, so. Es geht hier noch. Okay. Könnt ihr mal ganz kurz warten? Ja, wir warten mal. Danke. Ich will bloß noch meinen Zuschauern auch. Hier die geht's anscheinend weiter. Oh, mach die Funzel an, Mann!
Ja, exakt dasselbe Bild, wie wir vorher hatten in der anderen Höhle. Ja. Nur noch schrecklicher und noch mehr Leute. Und die sind vor irgendwas geflohen, möchte ich meinen. Wieder mal, ne? Ja. Und vor allem an einer zweiten Stelle, das ist sehr verdächtig, wie ich finde. Aber hier unten waren wir noch nicht gemeinsam. Vielleicht sollten wir erstmal unten, bevor es hier hinten weitergeht. Ne? Ja, also wir können auch hier ins Wasser springen, das macht keinen Schaden. Oh, ich nehme das Seil. Ja, und wie kommt man jetzt da hoch? Krass. Gibt's hier irgendwo noch ein Seil? Ah, hier drüben. Wow! Erstmal 3 Meter in die Luft gesprungen. Lol. Oder wie, da wäre da was? Hä? Was? Nee, hier geht's gar nicht hoch. Hä? Ich glaube, das ist einfach nur hier dieser Bereich. Gibt's hier nicht? Ich meine, diese Form von den Felsen, das ist doch von Menschen gemacht. Oder ähnlichen. Das ist doch nicht einfach so gewachsen. Muss doch irgendeinen Grund haben. Ihr müsst doch hier irgendwas geben. Enttäusch mich jetzt nicht schon wieder, Spiel. Bitte. Und unter Wasser sind auch diese Alien-Konstruktionen. Diese komischen Metallränder. Ja. Und vor allem sind hier unter Wasser auch Menschen, die sich die Augen zuhalten und nach irgendwas greifen. Moment, ich komme zu dir. Vielleicht ist da irgendwas zu finden auch. Die sind hier überall im Wasser, Robin. Wo denn? Ich sehe keine Menschen. Ach, da hinten bei dir, oder wie? Hier sind 3 okay. Stück. Ja, die habe ich nicht gehabt bei dem, wo ich gerade war. Also das heißt, das könnte ja schon passiert sein, bevor hier das Wasser war. Ja. Weil die müssen ja hier gelaufen sein, wenn die hier versteinert wohnen, mumifiziert wohnen. Oh Mann. Aber gut, sorry, ich dachte, hier gibt's was zu finden. Es war einfach naheliegend, hätte ich gedacht. Na. Aber man kommt da gar nicht drauf. Außer man springt vielleicht, aber das tut ja wieder weh. So, wo war jetzt das Seil? Ach hier, bin dran vorbei. Hier geht mein Essen gerade verdammt schnell mal runter. Ja, durch das kalte Wasser, glaube ich. Und weil wir im Wasser ja auch Shift drücken, also versuchen zu sprinten. Und durch meine geistige... Vielleicht ist jetzt bei euch die geistige Gesundheit auch runtergedroppt. Da schaue ich gleich mal nach. Die Ausdauer verliert. Nein, wer schubst mich hier schon wieder runter? Ich bin hochgeklettert, wenn du oben stehst, direkt am Seil. Tut mir ja leid. Geistige Gesundheit ist bei 98. Okay, nee, dann daran kann es nicht liegen. Ihr seid schon weitergerannt, okay. Nicht gerannt, nur gegangen. Ja. Kaffee, Manu. Kann man nicht so schlafen? Okay. Was? Wie? Wer wo? Darf ich nicht einfach die Laterne mitnehmen? Warum darf ich die Laterne nicht mitnehmen? Mann! Aber vor allem, wenn die noch brennt, dann war hier vor kurzem jemand. Und der muss es eilig gehabt haben. Der muss es verdammt eilig gehabt haben. Ist jetzt auch eilig. Genau in die Ritze rein. Okay, das klang so verkehrt. Das tut mir leid. Ja. So war es nicht gemeint. Aber es ist halt eine Ritze hier in der Wand, weißt du? Was? Was? Nein. Nee, ne? Lass doch mal gucken, ob wir da hinten irgendwo noch mal was bauen können oder hier vorne oder so. Lass doch mal zurücklaufen. Ich will jetzt echt nicht einfach durchrennen die ganze Zeit. Ursprünglich wollten wir noch ein bisschen was bauen und so, ne? Oh Gott, das wäre... Du wirst hier nicht bauen können, weil das zu diesem Labortrakt gehört. Denke ich auch mal. Kacke. Ey, sonst kannst du überall bauen, auf dem Felsen drauf und was nicht alles und hier nicht. Hm. Ja, ganz. Na gut, dann doch wieder durch. Ah, es wird alles gut angezeigt, ja.
Belastend. Entschuldigung. Ich glaube, es wird jetzt noch schlimmer als vorher. Nein. Siehst du die Köpfe da? Die sind frisch. Das sind die letzten Passagiere wahrscheinlich. Naja, ja, gut, so frisch sehen die jetzt auch nicht mehr aus. Also. Naja, aber nicht mumifiziert, meine ich. Da ist noch getrocknete Blut dran und alles. Da ist noch nichts verwest, so richtig. Frischer als die anderen auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Ja. Um Gottes Willen. Was schwimmt denn da die ganze Zeit? Habt ihr das auch zu hören? Ich weiß es nicht. Ich höre die ganze Zeit einfach euch noch schwimmen. Okay. Guck mal, wie der... Oh Gott. Das sind... Ja. Keine Eingeborenen. Keine Eingeborenen. Das sind Passagiere auf jeden Fall. Zwar nicht mehr identifizierbar, aber... Oh Gott, dieses Schwimmgeräusch geht mir jetzt auf den Sack. Na, nochmal eine Soda? Hm? Snacks wären besser. Ja, haben wir vielleicht weiter vorne. Aber ich muss jetzt echt mal ein bisschen Soda auffüllen. Ich habe nämlich keine mehr. Hör auf zu schubsen hier, es gibt für jeden was. Okay, hier ist voll bei mir. Hier sind noch mehr solcher Räume. Gott, ich habe die ganze Zeit jetzt das Schwimmgeräusch hier im Ohr. Nee, jetzt ist es weg. Lol. Nee, jetzt ist es wieder da. Oh, das ist immer, wenn ich zu Cookie laufe. Wahrscheinlich denkt irgendwie dein Spiel, dass ich noch irgendwie schwimmen würde. Ja, hör mal auf zu schwimmen. Ja, Sonders. Oder er pisst sich gerade ein. Das kann auch sein. Also. Nee. Hier ist noch ein Kopf. Hier sind viele Köpfe. Funktioniert der Automat hier noch? Nee, schade. Ach du Heiler. Noch ein Kopf. Ich setze mich mal auf den Kopf. Mehr mache ich nicht. Hier ist ein Wasserspender, falls jemand braucht. Kaffee. Kaffeeautomat. Hier sind noch mehr Köpfe. Mit einem Kreuz im Mund. Ganz viele Leichen hier hinten in dem Raum. Hm. Ach, guck, jetzt hör mal auf zu schwimmen, verdammt. Man versucht ernst zu bleiben, aber es geht einfach nicht. Es tut mir leid. Ich lauf an dir vorbei. Schwimm. Lola, hast du das auch, dass ich da deine Schwimmgeräusche mache? Nö. Okay. Boah, ist hier ein Sessel im Weg, Mann. Ach. Wo geht's jetzt noch hierher? Okay, was zur Hölle? Hier ist noch. Oh, Alter! Was? Was? Habt ihr den auf dem Tisch gesehen mit der Bohrmaschine im Ohr? Ja, habe ich die Baumaschine übersehen gehabt. Was hat der da im Mund? Ich kann gar nicht raufgucken von oben. Ein Schraubenschlüssel im Mund. Ein Schraubenschlüssel. Ist das ein Handwerker? Ja, jetzt nicht mehr. Ja, weiß ich auch nicht. Der hat wohl zu viel gegen Tooltime gelästert oder so. Da hat Al Borland mit seinem Flanellhemd echt mal ein bisschen ausgeteilt. Ich komme hier schon wieder nicht durch, verdammte Axt, ey. Magnesium fackeln. Ja, da unten schlagen kann auch wieder nicht. Noch mehr Magnesium fackeln. Jo. Noch mehr Labor. Mhm. Ist das nicht die... Das ist doch die Tür, oder? Von der anderen Seite, oder? Ja, aber das war direkt bei Timmy. Nee, ist nicht. Okay. Ich meine natürlich Peter, Entschuldigung. Okay, ist das ein Aufzug? Okay. Ich aktiviere den mal. Ja, Aufzug in die Hölle. Steck mal die Taschenlampe weg, wir haben hier noch Licht. Sonst verbrauchst du Batterien, wenn du nicht genug haben solltest. Ich hab genug. Ah, okay. Wo sind eigentlich nochmal die Batterien im Inventar? Vorm Rucksack. Okay, da hab ich noch welche. Weil mein Bogen bräuchte welche. Ja. Was sagt meine eigentlich? 94% gut. Und ich hab noch 12 Packungen, also falls ihr braucht. Was?
Das sieht kalt aus. Alles klar. Okay, das hatte ich jetzt nicht mehr. Kann ich ein Zelt bauen? Schöne Fensterfront. Das ja. Wird überlassen. Ich kann hier nicht mal irgendwelche Bauobjekte aktivieren. Okay. Ich habe nicht mal die Möglichkeit zu gucken, ob es hier gehen würde oder nicht. Kann man hier richtig runter gucken oder? Ach nee, Ach, hier ist eine Glaswand davor oder wie? Okay. Mhm. Ja. Schade, ich dachte, das ist so wie diese Brücke, diese Glasbrücke. Kennt ihr die? Mhm. Ja, Alter. Dachte ich auch erst. Guck mal. Da unten. Ja, wir sehen unsere Butzen von hier aus. Schöne Aussicht. Ich kann unser Haus sehen, Papa. Apropos, wir müssen Peter retten, ne? Beeilung. Euch diese... Alter, wie das aussieht. Scheiße mal an. Was zur Hölle ist das da oben? Was ist das da oben? Das macht irgendwelche komischen Geräusche. Ja, und du machst übrigens keine Schwimmgeräusche mehr. Oh, oder? Gut. Nee, okay. Kann man es abschließen? Das ist eventuell... Gute Frage. Das ist die Zentrale! Guck mal hier! Activate! 3 matches identified. Das Ding hat gerade ein Flugzeug lokalisiert. Thomas, Kevin, Sally, age 4, 3. Die suchen Kinder. Leute, Cutscene. Wer hat gedrückt? Entschuldigung. Wir können alle 3 drücken. Ja. Wir denken jetzt an Peter. Wir brauchen lebendes Material. Wir brauchen Blut. Wir müssen alle 3 drücken, oder was? Ja, wir müssen alle 3 drücken. Kommt schon, Leute. Wir müssen Peter retten. Thomas ist gerade mal 4 Jahre alt. Den können wir nehmen. Der wird sich nie daran erinnern können, wie sein Leben vorher war. Sally und Kevin können wir dann als beste Freunde machen für ihn. Oh, was ist jetzt? Wir haben alle 3 aktiviert. Okay. Ihr seht jetzt die Szene, ja? Ja. Gut. Wozu ist denn der Knopf? Es geht nicht anders. Wir müssen das machen. Scheiße. Warum sollten nur wir leiden? Ich meine, es ist nicht so, dass wir auch eine Leuchtpistole hätten finden können, damit die uns retten, aber... Wir müssen Peter retten. Oh, Alter! Was? Das ist ein EMP! Ja. Guck mal! Was zur... Ich komm, das Flugzeug! Ich schwöre. Oh, Alter! Mein Gott! Was? Ging's Glas und das Glas ist... Was? Was ist denn das für ein Glas? Ziemlich bruchsicheres Glas, würde ich sagen. Ganz eindeutig. Ist bei euch auch schwarz? Ja. Okay. Ist das... Ein Jahr später. My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his... Wir haben es geschafft. Oh Gott. Please, give it up. Hab ich auch so gezuckt? Mit Axt. Ernsthaft. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. Die machen uns zum Zirkusaffen. Nun halt doch mal den Mund. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go.
Is he okay? Hey. Tja, die Narbe im Gesicht, die Narbe an der rechten Hand. Oh, es geht noch weiter. Ah, da ist er, der Peter. Jetzt müsste das Hans aus der Faust stehen. Moment mal, da steht nochmal Keycard auf dem Bild. Jetzt gehe ich das mal richtig. In den Leichenhaufen. Hm. Ah, nee, das ist die normale weiße Keycard, die wir schon gefunden hatten, ne? Boah, ist das laut gerade. Das. Was? Ja, ich kann es nicht abbrechen. Ich kann es nicht abbrechen. Es ist viel zu laut. Ich kann es auch nicht. Nichts. Okay, ich konnte nur kurz raustappen, mehr nicht. Das war das eine Ende. Ja. Das zweite Ende wäre, wir drücken nicht den Knopf. Ja. Aber das, liebe Freunde, seht ihr, wenn ihr wollt, erst morgen wieder. Genau. Ja. Ich bedanke mich allerherzlich bei meinen mitüberlebenden Zirkusaffen. Sehr gerne. Und ich, Zirkusaffe, bedanke mich für die treue Unterstützung der Zuschauer, die bis zum Ende geblieben sind. Schon mal vorab. Und würde sagen, reingehauen, auf Wiederschauen. Ciao. Ciao.